Na, was macht das Aufbrauchen? Ich habe 10 Produkte rausgesucht wieder, die ich mit euch zusammen aufbrauche. Eins davon ist leer geworden. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich habe euch heute ein Project Ten Pan Video. Ich möchte euch mit diesen Videos so ein bisschen zeigen und euch so ein bisschen anstupsen, dass wir eine Verantwortung haben bei den Sachen, die wir kaufen. Sprich, die müssen auch aufgebraucht werden. Kauf nicht so viel, dass du bestimmte Sachen wegschmeißen musst. Damit ist niemandem geholfen. Und ich möchte dir so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ja, behalte mal deine Sachen so ein bisschen im Auge, besonders die, die schon ein bisschen älter sind oder die, die dir nicht so viel Spaß machen. Davon habe ich hier einiges. Da wird hier in dem Projekt auch noch einiges landen. Ich habe ein Produkt aufgebraucht. Eins. Da bin ich ganz stolz auf mich. Wie immer habe ich alles schön aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los einfach. Eine Sache noch, ich habe das Ganze mit meiner neuen Waage abgemessen, die jetzt zwei Kommastellen messen kann. Und die Waage werde ich dir mal unten in die Kommentare packen. Nein, nicht in die Kommentare, in die Infobox, sorry, in die Infobox packen. Die ist von Amazon, die ist gar nicht mal so übel und sie ist klein und kompakt. Da kann man echt nichts sagen, es ist halt eine Feinwaage. Und ich würde einfach mal sagen, Produkt Nummer 1. Und in diesem Produkt ist Plastik drin. Passt ein bisschen auf bei so Sachen. Bei Haarspray ist es wirklich schwierig. Es gibt keinen Haarspray, den ich kenne, der ohne Mikroplastik auskommt. Das ist echt traurig. Das ist wirklich traurig. Also wenn ihr wirklich ein Produkt wisst, also ein Haarspray, den man verwenden kann, ohne Bedenken, dann gerne mal unten in die Kommentare. Das ist echt für mich wirklich wichtig, weil ich habe einen, der ist auch in dem Project Ten Pan, aber der bringt irgendwie nicht viel. Die Balea Haarsprays, die mochte ich eigentlich echt immer und ich denke, ich werde da, wenn ich nichts anderes finde, werde ich mir wieder so einen holen. 152 Gramm hatten wir beim letzten Mal. Jetzt haben wir 135,43. Ihr wisst ja, die beiden Kommastellen. Ein bisschen was habe ich verbraucht, aber es ist schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Man kann doch so ein Haarspray ohne Mikroplastik formulieren und dass er auch noch hält vor allem, ne? Also das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Die Sundance Sonnencreme, die gibt es nicht mehr. Die habe ich aufgebraucht. Wuhu! Ich bin echt froh. Also gehe ich zum nächst älteren Produkt und das ist die Visan Sonnencreme. Und das ist die parfümierte Variante. Ich habe mir eine kleinere geholt, die unparfümiert ist, die aber wesentlich teurer ist. Ich würde die echt feiern, wenn sie nicht so stark parfümiert wäre. Aber sie hat einen sehr hohen UVA-Schutz. Damit werben die. Ob das jetzt wirklich so ist, I don't know. Ich habe dem Video ein ganzes, ich habe dem Produkt ein ganzes Video gewidmet. Bei der Misan haben wir 125,31. Fällt mir momentan schwer, das Produkt zu nehmen, weil ja, ich habe andere, die irgendwie gerade besser funktionieren. Ich weiß auch nicht. So ist es halt, wenn man eine Sache nicht aufbrauchen kann und schon die nächste aufmacht, dann wird es natürlich immer ein bisschen schwierig. Die Baby hat mir einen wichtigen und hilfreichen Tipp gegeben, mich dann mal zu rasieren mit der Stylingcreme. Klingt komisch, ist aber echt machbar. Oder jetzt, es reizt schon ein bisschen, also ich finde es schon ein bisschen unangenehm. Die Duftstoffe, die da drin sind, wenn ich die auf der Haut habe, mag ich jetzt nicht so. Aber es ist halt wirklich eine Möglichkeit, dieses Produkt aufzubrauchen. Und wir haben beim letzten Mal 150 Gramm gehabt. Wir haben jetzt 125,09 Gramm. Ich würde mir die Stylingcreme jetzt nicht als irgendwie Spülung oder so in die Haare geben, dafür ist die zu schwer. Na, also das ist nicht so das Ding. Ich gehe jetzt von heute aus gesehen am Mittwoch zum Friseur und vielleicht habe ich dann wieder eine Frisur, wo ich das so ein bisschen besser einsetzen kann. Man weiß es nicht. So,
Dann haben wir das Parfum. Da hatten wir beim letzten Mal 233 Gramm. Jetzt sind es 214,78. Da habe ich schon einiges verbraucht. Das verwende ich gerade auch wirklich jeden Tag, damit es halt wirklich leer wird. Zum Teil auch echt öfters. Und ich glaube, ich bin echt auf einem guten Weg. Freue mich da echt drauf. Weil Parfum liebe ich echt. Würde auch für einen Kanal gern mehr machen. Mir ist aber halt auch wichtig, dass ich die Sachen, die ich hier habe, eben auch wegbekomme. Das ist halt wirklich so ein wichtiger Punkt. Eine Sache, die leider ausläuft, sehe ich gerade, scheiße, ist das Mandelöl. Und das hatte ich beim letzten Mal vergessen. Also sprich, ich habe das Video gemacht und ich bin ja immer so einen Monat in Vorproduktion. Dann habe ich eure Kommentare gesehen, wo ich dann so voll viele Tipps zum Thema Mandelöl gekriegt habe. Und ich so, oh Scheiße, ich habe das voll vergessen. Mandelöl. Und bei dem Mandelöl hatten wir beim ersten Mal, da war es ganz voll, 196 Gramm. Und jetzt haben wir 173,01, also ein bisschen ist schon weg. Bisschen ist schon weg. Die Flasche ist nicht ganz dicht. Das ist ein bisschen schade. Die verhasste Augencreme. Da zwinge ich mich gerade zweimal am Tag wirklich Augencreme zu verwenden. Weil die kann halt nichts. Ne? Also ich habe kräftig aufgebraucht. Also da ist schon noch ein bisschen was drin. Und beim letzten Mal hatten wir 61 Gramm und jetzt sind es nur noch 53,09. Innerhalb von anderthalb Monaten jetzt oder so, nicht ganz anderthalb Monate, wenn man weiß, wie wenig Creme man eigentlich unter den Augen verwendet, bin ich echt stolz, dass so viel weggegangen ist, ohne Scheiß. Das ist auch so ein Produkt, ich mag das nicht, ich mag es einfach nicht. So, dann haben wir jetzt zwei Shampoos. Und hier fand ich es auch ganz interessant, das habe ich halt auch nicht mega häufig verwendet. Wir haben zum einen mal das Altera Shampoo, letztes Mal 52 Gramm und jetzt haben wir 47,13, also ein bisschen was ging weg. Ich glaube, ich habe zweimal damit die Haare gewaschen, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber immerhin ein bisschen was ist weg und Gott sei Dank. Und das Balea Shampoo habe ich auch, glaube ich, so zweimal verwendet oder so, beim letzten Mal 40 Gramm. Und jetzt haben wir 35,1 Gramm, also auch hier ging ein bisschen was weg. Und dann hätten wir die Averde Körperbutter. Die hatte ich das letzte Mal wegschmeißen müssen, weil die mir im Pöttchen gekippt ist. Es ist halt immer so das Problem, wenn du so Produkte hast, die im Pöttchen sind und du mit dem Finger reingehst, es müssen nur irgendwelche Bakterien reinkommen und schon kippt dein Produkt umso schneller. Ich mag die trotzdem echt gerne, aber verwende jetzt inzwischen so von Rossmann, von Isana eine, die halt ohne Duftstoffe auskommt und Urea drin hat. Die finde ich fast einen Ticken besser. Auch schade, dass DM in der Hinsicht einfach nichts hat oder vielleicht eine Körperbutter mit Urea oder sowas rausbringen würde. Oh, unparfümiert. Ich glaube, das würde echt gut funktionieren. Die hatte 115 Gramm beim letzten Mal, jetzt hat sie nur noch 71,01. Ihr merkt, da habe ich ganz schön viel verbraucht. So, und jetzt kommt dieser Haarspray, von dem ich es schon hatte. Hier, das ist so ein Bio-Haarspray, okay, kein Mikroplastik drin. Ich dachte, hey, jetzt habe ich vielleicht den Heiligen Gral entdeckt. Habe, glaube ich, auch den fünffachen oder sechsfachen Preis gezahlt von einem normalen Haarspray von Balea. Was tut man nicht alles für die Umwelt? Aber er ist halt schlecht. Der ist einfach schlecht. 176 Gramm beim ersten Mal. Jetzt haben wir 162,68 beim zweiten Mal. Viel ist nicht weggegangen. Ich glaube, von dem habe ich noch eine ganze Weile. Aber man darf halt nicht vergessen. Den hatte ich ja auch noch. Den habe ich ja auch noch in der Mache. Also, wenn ihr irgendein Haarspray wisst ohne Mikroplastik, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich kann den Tipp wirklich, wirklich, wirklich echt brauchen. Ich finde das schade, dass da immer noch sich noch nichts getan hat in der Hinsicht. Dass man das so locker nimmt. Wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwie Dinge locker zu nehmen. Wir sollten halt wirklich straight
unsere Lebensweise als Menschheit so ein bisschen ändern. Und deswegen auch hier dieses Format. Bitte schmeißt Dinge nicht weg. Kauft so ein, dass ihr die Dinge auch aufbraucht. Ganz wichtig, auch wenn es wirklich interessant ist, neue Dinge auszutesten. So ist es auch wichtig, alte Dinge aufzubrauchen. In diesem Sinne melde ich mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du Bock hast, hinterlass einen Kommentar. Vielleicht hast du ja auch Bock, bei der ganzen Sache mitzumachen. Schreib ihr gerne mal deine Sachen unten mit den Grammzahlen in die Kommentare. Ich weiß, die Antje war da ja beim letzten Mal auch so ein bisschen dabei. Würde mich freuen, wenn sich da vielleicht noch jemand anders irgendwie ja, mit in das Spiel mit einklingt. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!